Wie sehen Sie die Zukunft des Friesischen? Also denken Sie, das wird aussterben? Ja. Oder? Das wird es bestimmt. Hallig-Friesisch wird ja nur hier auf den Halligen gesprochen. Ja. Und das stirbt da aus, auf Langeneß ab. Wie empfinden Sie die Unterschiede zwischen dem Hallig-Friesischen und dem Festland-Friesischen? Also können Sie da die Unterschiede feststellen? Ja, ja. Das sind große Unterschiede. Und wie sieht es mit dem Hallig-Friesisch auf den anderen Halligen aus? Das hatten Sie ja eben schon mal näher erklärt. Auf Gröde ist, glaube ich, noch eine, die Friesisch spricht. Ne, zwei, ja genau. Langeneß sind auch ganz wenig. Und wo haben Sie Friesisch gelernt? Also von Ihren Eltern? Ja, von meinen Eltern. Eltern Friesisch geredet? Meine Mutter kam vom Festland und mein Vater war von hier. Da habe ich beides immer gelernt, aber mehr das Hallig-Friesisch. Finden heute noch Veranstaltungen statt, also Feste, Singabende, auf denen bewusst Friesisch gesprochen wird, nee, oder gar nicht? Gar nicht. Jo. Gibt es Hallig-Friesische Bräuche, die also heute noch irgendwie zelebriert werden? Hochzeiten, Taufen, wo man sagt, das hat irgendwie einen friesischen Bezug oder auch gar nichts? Friesisches Buch. In dem friesischen Bezug, jetzt irgendwo in der Kirche, so, wo man sagt, so, das ist typisch friesisch. So bei Hochzeiten oder Taufen oder so, gar nichts mehr. Gar nicht. Ja. Und dann würden wir gerne, dass Sie noch was auf Friesisch sprechen, dass wir es selber mal hören. Und da würden wir Sie bitten, vielleicht etwas aus Ihrer Kindheit zu erzählen, auf Friesisch, wie die Kindheit war. Und so einfach nur vielleicht 3-4 Sätze, dass wir also mal einfach... Und Möhrwiese. Und Möhrwiese. Ja, doch. Das ja, sind fein Bärne tätig. Wir wären vier Geschwister. Zwei Brüder und ihren Schwester hinten. Und wir wären immer so 12 mit vier den Bären in der Schule. Und nun sind wir noch 4. Wir haben ja Angst, dass der Heilig ganz ausgehört. Denn wir sind hier alles hohle Witwe. Aber Tante, die sonst das aber nicht. Und wir sind hier taue, jüngere Familien angetroffen. Mein Enkel ist hier, die sind 3 Forms, die Ehen ist hier, die Marist. Du warst die 7 und der Ida war 6 und Jördis war 4. Und die haben mir aus mit der Drehform. Der kam auch immer bei mir. Das sind meine Urengelbeeren. Ich habe trotzdem Urengelbeeren und trotzdem Enkel und drehe Bären selber. Die waren aber alle Fachlern, hier wegen ihrem Blühen. Wenn man ohne Enkel, die erklärt sich dann bereit, hier zu bleiben. Und hier ist dann beides bleiben und hier auch einen Wurf von hier. Was hier als Gast muss so grün. Und das hier dann auch gut bleiben und das sind die Träge, die geformt sind. Landwirtschaft? Bürgerwirtschaft. Was? Vater? Barbe. Barbe. Ja. Und auf Fesseln auf frische Täte. Leute? Einfach Menschen, Leute? Ja. Also nicht nur Leute? Mensch. Übersetzt heißt das Menschen, oder? Ja. Das sticht nicht gar nicht. Tisch? Tafel. Und auf Festländer Friesisch Schee. Hallig Friesisch Tafel. Also dann sind bloß noch Trabert Hallig Friesisch auf Ulands Nord. Ja, mit Soster Käthe und die... Andreas und Dö. Wäre das jetzt für dich irgendwas gewesen, Mensch, würde ich gerne lernen, würde ich gerne Frau Kühn fragen oder wen auch immer oder mit einem Buch oder ja. Wäre das was gewesen, was dich reizt? Ja, also auf jeden Fall. Also ich finde es auch total schade, dass ich nicht Plattdeutsch erzogen bin, also noch nicht mal Plattdeutsch, weil ich ja irgendwie mich schon sehr hier heimisch fühle und Hallig-Mädchen fühle, irgendwie als Hallig-Mädchen fühle und
Ich fände es einfach, weil ich finde, das gehört, also es ist einfach ja meine Heimat und es ist eine Heimatsprache und es hat viel Geschichte. Also deswegen würde es mich reizen. Ja, nicht weil ich das irgendwie die anderen nicht verstehen können, sondern einfach, weil ich es unheimlich schön finde, das weiterzuführen und Traditionen weiterzuführen. Trotzdem denke ich, ist es wirklich sehr schwierig. Also ich denke, es ist einfach so schwer durchzusetzen, so, weil es immer weniger Menschen gibt, die es sprechen und es dann, also ich weiß, dass ich nie den Ehrgeiz hätte, jetzt noch mir ein Buch zu nehmen und das zu lernen. Also das, da bin ich so ganz ehrlich, so gar nicht.